Buongiorno! Und damit herzlich willkommen zum womöglich, nee, eigentlich ganz sicher letzten Video aus diesem leeren Zimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Umzügen, aber ich finde es immer unfassbar deprimierend, sein eigenes Zimmer leer zu sehen und es halt so krass hier drin. Der einzige Vorteil ist womöglich, dass man an der Uhr nicht mehr sieht, wann ich meine Videos schneide. Ich gehe jetzt studieren in Weimar. Das ist eine sehr geschichtsträchtige Stadt in Thüringen. Und das ist in der Mitte von Deutschland. Ja, und das ist dann auch irgendwie die einzige Existenzberechtigung für dieses Video. Es ist das letzte Video, das aus diesem Zimmer stammt. Das macht mich irgendwie ziemlich melancholisch. Aber ich habe ein Herz aus Stein und kann das deswegen gerade nicht so zeigen. Ich stehe natürlich nicht mit komplett leeren Händen da. Ich habe mir gedacht, nach drei Jahren Schnittmaterial aus diesem Zimmer gönne ich mir und euch mal was und veröffentliche The Crazy Mirko Revelations, The Untold Story, The Unwritten Tales, quasi das, was ihr noch nicht gesehen habt und auch nicht sehen wollt. Die besten Outtakes der Welt. Zum ersten Outtake gibt es eine unfassbar lustige Geschichte, die jetzt das Video sprengen würde. Aber so viel sei gesagt, es war das erste Mal, dass meine Eltern im Urlaub und ich für längere Zeit alleine zu Hause war. Und auch für etwas längere Zeit das letzte Mal, dass ich alleine zu Hause gelassen wurde. Ach du Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Das war der Schock meines Lebens. Die Tür ist inzwischen wieder heile, aber es ist nicht mehr dasselbe. Da ich in Weimar Medienkunst, Mediengestaltung, also irgendwas mit Medien studieren werde, und mich auf den Fachbereich Film spezialisieren wollte, musste ich ein Bewerbungsvideo einschicken, beziehungsweise vorstellen. Und auch der Dreh dieses Videos verlief nicht ganz ohne Unfälle. Ich habe mich bei diesem Mann entschuldigt. Er hat die Entschuldigung nicht angenommen. Ich kann das verstehen. Ich bin ihm nicht sauer. Es war ein Versehen. Es tut mir leid. Aber ihr merkt schon, da fehlt irgendwie die Authentizität in der Szene. Da muss richtig was passieren. Da müssen sich Menschen verletzen. Der war gut, Mirko. Großartig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele noch zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ich immer noch ein paar Klicks zumindest hätte. Und dass es da draußen immer noch Leute gibt, die irgendwie das verfolgen, was ich auf YouTube mache, macht mich ziemlich glücklich. Tatsache. Jetzt, wo ich dann in Weimar sowieso mehr wieder mit Video und Videobearbeitung zu tun habe, vielleicht komme ich ja da wieder auf den YouTube-Geschmack. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich verspreche am besten auch nichts, denn das hat meistens böse Folgen. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sofern es euch noch interessiert. Und ein letztes Mal aus dem Sauerland. Cheerio. Und tschüss.